Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dragon Quest Builders. Wir essen erstmal was. Miam, 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 miam. Was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben im letzten Part eine Bar gebaut. Wir haben eine Bar gebaut. Ach du Gott, sie will einen Kampf. Ich will nicht kämpfen. Aber wir müssen. Mädel. Maika, worüber hast du mit Stippe da vorhin geredet? Er hat doch hoffentlich nicht über Sachen geplaudert, über die er nicht plaudern sollte, oder? Hat er irgendwas über mich gesagt? Naja, egal. Es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Die Monster haben anscheinend, geben anscheinend nicht so leicht auf. Die haben noch einen Trupp losgeschickt und der steht schon fast vor den Toren. Wir müssen sie dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Wie ist es, Maika? Bist du bereit für den Kampf? Nein. Wir haben dem Magmalefit zwar die Hand abgehackt, aber der Rest von diesem Typen ist immer noch gesund und munter. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir werden eine Waffe bauen müssen, die mächtig genug ist, um den Mistkerl ein für alle Mal zu erledigen. Und das heißt, wir müssen wohl oder übel dorthin zurück. Aber darüber können wir uns unterhalten, sobald wir diese miesen Monster platt gemacht haben. Komm schon, Maika, schnappen wir sie uns. Ich weiß nicht, ob ich das will. Warum immer kämpfen? Können wir nicht mit ihnen reden und sagen, hey? Aha, aha, aha. Hallo? Ein Frostfeuer. So, das war schon mal eins. Zurück. Fuck. Hat er mich doch noch. Ich Die Monster wurden besiegt. Wieso bezweifle ich das? Ach, das war so eine. Komm schon, wir kriegen dich. Ach, Kinder. Jetzt sind sie platt alle. Na, nicht ganz alle. Übertreib's nicht. Ich habe auch keine Chance, sie irgendwie zu retten, ne? Super, sie hat es auf jeden Fall noch gemacht. Ich muss jetzt mal die Frosttöpfchen. Himmel, Arsch und Zürich, seid ihr denn da? Fuck. So, das ist der sechste, ne? Komm nochmal her! Ich abhauen. Alter, macht's mich fertig, ne? So. Nur noch der hier. Wahaha! Ja. Wir machen mal anders. Weil es so schön ist. Komm mal her hier. Das Gute ist, seine Eisdinger, die machen nichts kaputt. Ha! Bam. Mal aufpassen auf den Unterfall.
Es könnte ein wenig länger dauern. Kürzen wir mal. Nein! Ich bin runtergefallen. Blöd. Nicht mehr lange und wir haben. Ja, zu zweit geht's doch immer. Ich glaube, ich sollte ein paar mehr Kanonen bauen. Habe ich das Gefühl. Nur so als Info. Ist ja vielleicht ich keine so schlechte Idee, oder? Oh, er ist weg! Unser Wurm besiegt. Ja! Sieg ist mein! Und ich kriege das grüne Teleportal. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee, oder? Wenn man das jetzt hier so... Ach, mit dich geht gar nicht. Ha! Nein! Das Falsche! Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ah, du kommst... hin. Lol. Doch, das wollte ich so. Dann sammeln wir mal. Okay, da habe ich ein Loch reingeschossen. Kann man machen. Das sollte ich hier einfach noch so einen reinstellen. So. Dann gehen wir mal schlafen. Und gucken nochmal, was wir für diese Kanonen brauchen. Ich würde ganz gerne noch so 2 oder 3 bauen. Für die Verteidigung. Gucken wir mal. Nein! Weißt du, Maika, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dauernd irgendwas... Und ich bitte. Aber versprich mir, dass du dich um Barbarella kümmerst, ja? Glaub bloß nicht, dass ich einfach hier rumsitze und Däumchen drehe. Wenn ich auf Barbarella aufpasse, dann passe ich auf dich auf. Wie ist es, Maika? Willst du? Nein. Ich wollte eigentlich bauen. Lass mich dort nur bauen. So. Wir brauchen davon. Und Zauberbarren brauchen wir. So, Zauberbarren können wir einmal herstellen, auf jeden Fall. Was brauchen wir denn einfach so für Kanonen? Eisenbarren. Wie viel brauchte ich? Kanonen. Noch einmal. Naja, nicht Glas. So, jetzt fehlt mir gleich die Wärmedings. Da gehe ich jede Wette ein. So viele wie möglich. Zauberkanonen. Ich wusste es. Warum fehlt mir denn die Wärmeleiter? Kupferbarren. Ist ja jetzt auch nicht das Ding. Kriegen wir auch hin. Dann einmal Wärmebatterien. Ich finde das gut, dass wir echt noch so mit so einem Schweißgerät da noch so am Hantieren sind. Und dann kriegen wir noch einmal die Superkanone.
So. Den kommt nämlich hier einer hin. Wie war das so? Komm so. Ich glaube, das fand der eine nicht so witzig. Okay. Dann legen wir mal ab. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Meine Truhen sind auch voll. Ich habe so viel Kram, dass ich nicht mehr weiß, wo ich was habe. Das ist total schrecklich. Ich habe hier überall irgendwo was rumfliegen. Wieso habe ich so viele Töpfe? Aber okay, wir lassen es dabei. Ach, da ist er. Barbarella möchte was von uns. Danke für deine Hilfe, Maika. Die Monster haben wir echt eine Lektion erteilt. Aber wie es aussieht, hatte ich recht mit meiner Annahme. Diese riesige Eishand gehört dem Gletschergeist. Und das kann nur eins bedeuten. Der Magmalefitz und der Gletschergeist arbeiten Hand in Hand. Wir können hier nicht einfach rumsitzen und Däumchen drehen. Während die beiden Komplotte gegen uns schmieden, wir müssen die ultimative Waffe bauen. So schnell es geht, um diese Mistkerle damit auszuschalten. Übrigens, Maika, ich habe gemerkt, dass du noch so ein Teleportal aufgetrieben hast. Vermutlich wirst du dein Ziel auf diesem Weg erreichen können. Wenn ich mich nicht irre, bringt es dich direkt zu den Ruinen von Gallenholm, wo Leo Galli seine Forschungen betrieben hat. Nur dort werden wir die Hinweise finden, die wir brauchen, um die ultimative Waffe zu bauen, an der er gearbeitet hat. Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit, aber wir werden nicht drumherum kommen. Mein Gedächtnis allein wird uns nicht weiterbringen. Also tu mir den Gefallen, Maika, und geh durch das neue Teleportal zu den Ruinen von Gallenholm. Guck dich in den Überresten des Labors um und such nach Leo Gallis Forschungsnotizen. Habt ihr irgendwas schon mal reingepackt? Die haben eine Uhr gebaut! Eine Standuhr. Witzig. Yep. Passt sowas von nicht rein, aber das ist egal. Also ich bin kein Fan von unserem Badeding. Muss ich gestehen. Viel zu voll geproppt. Was haben sie hier? Na, gekocht haben sie noch nichts. Ja. Menno. Den gehen wir mal schnuppern. Ja, betreten. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, sie hat zwar gesagt, wohin, aber... Ich meine, wir haben noch nicht hier so... Auf jeden Fall eisig. Blau. Aber ich mache mir da jetzt keine Gedanken. Aha. Wir sind ja richtig eingeschneit hier. Ist ja voll süß. Ah, ich kenne mich jetzt aus. Jetzt kannst du mich gar nicht mehr erschrecken. Aber ich will halt die Heilsachen doch schon mitnehmen. Was war das? Ach du. Na, komm, lächerlich. So, jetzt gucken wir mal. Ach komm, jetzt verarsch mich nicht. Muss ich jetzt echt noch so eine Kanone mitnehmen oder was?
Feind in sich. Oh no. Es herrscht Krieg, gefühlt. Jetzt hat es mich aber erwischt. Hin. Ach, verdammt. Sei gegen eines Mal so unfair. Den haben wir schon mal. Mann! Das war gemein. Ja, beschädigte Barrikade am Arsch, Alter. So. So, das funktioniert schon mal so nicht. Das ist vielleicht der hier? Der als Monster zählt? Nee, muss schon der andere Typ sein, ne? Also muss ich hier nochmal zurückkommen mit Kanone. Komm her, hier. Das schuldest du mir, Alter. So. Ich will wissen, wo es da hingeht. Ah, oh, Festungsfragment. Wo bin ich hier? Ich habe nur eine Abkürzung. Gemacht, okay. Na schön. Dann benutzen wir das mal, um nach Hause zu fliegen. Holen uns eine Kanone. Und dann machen wir das ganze, den ganzen Spaß nochmal. Weil es so schön war.
Warte, müssen wir nochmal den ganzen Kram hier nochmal wegbringen. Und neue Medizin herstellen wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Na gut, zwei Dinge. Juhu! Aha! Gerade noch so. Gerade noch so. Haben wir ein wenig Platz. Ach, dann gehen wir den ganzen Spaß nochmal. So, eine muss reichen. Vielleicht muss ich auch keine ganzen sieben mehr töten, sondern nur noch die Hand. Das wäre eigentlich schon sehr nice. Aber wahrscheinlich wird man mir das nicht gönnen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sagen, ja. So, sechs von denen. Lol. Okay. Wo kommst du denn her? Wenn du jetzt der siebte Typ bist, ne? Nee, die spawnen nur wieder. Gott im Himmel! Die schlechtesten Knarren ever. Immer dieses Hin und Her. Aber wir haben es bald. Nur richtig von weit angreifen, also nah angreifen kann ich einfach nicht. Weil er haut mich ja weg. Ist ja so einfacher. Ne? Lange kann es nicht mehr dauern. Noch zwei? Monster wurden besiegt. Nee, Gott sei Dank. Nein! Eine Klinge hat sich aufgelöst. Nick, ich das Nachtlicht. Yippie. Lol. Erstmal das ganze Ding kaputt gehauen hier. Was? Und die Roboter bewegen sich jetzt nicht? Das finde ich aber seltsam. Keine Reaktion. Ein Haufen Metallschrott, ja. Was sagst du? Wer greift mich denn da an?
Ach du. Komm mal raus. Ist denn hier noch irgendwas Schönes? Barrikaden kann ich nicht mehr benutzen, das ist sehr schade. Würde ich gerne, aber kann ich nicht. Ist hier irgendwas, was man noch so gebrauchen könnte? Sieht nicht so aus. Ah. Handtuchhalter. Die Truhe ist leer. Was auch immer sich in ihr befand, wurde von den Monstern gestohlen. Ein aufgeschlagenes Notizbuch liegt auf dem Tisch. Möchtest du es lesen? Wahrscheinlich muss ich, ne? Na gut. Endlich habe ich mein Ziel erreicht. Der magische Motor ist vollendet. Ich habe lange im Dunkeln getappt. Doch jetzt sehe ich das Licht. Ich sprühe nur so von neuen Ideen. Wie töricht es von mir war, mich zu sträuben. Hätte ich doch nur gewusst, welche Weisheit mich erwartet, dann hätte ich diesen Entschluss schon viel früher gefasst. Hihi, haha, wow. Wie auch immer diese Notiz verfasst hat, scheint geistig etwas labil gewesen zu sein. Maika legt das Buch behutsam wieder hin. Aber das ist es wahrscheinlich, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas ist, irgendwie. Ich mag die Mauern. Finde ich ganz hübsch. Aber wahrscheinlich bringen die nicht viel. Also ich denke mal, dass es das jetzt war. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass dann noch irgendwas ist. Hm. Darum würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Die Badewanne nehmen wir noch mit. Komm, das wird doch hübsch. Aber scheint noch nicht alles gewesen zu sein. Aber wir gucken mal. Wo geht's denn da oben hin? Ich hatte ja irgendwie Wasser gesehen und wollte ich ja mal gucken. Hier sind ja immer so kleine Herausforderungen. Da muss man halt immer aufpassen. Hallo? Ah, Herzfrüchte. Zuckerrohr. Eiscreme! Klicksige Kleckse, okay. Herzhafte Sahnetorte, das, was der Mensch braucht. Cool. Mitnehmen. Immer mitnehmen. Also, die ist einfach nur jetzt zum Backen. Überhaupt nicht seltsam. Ich würde nur wissen, was hier so alles Schönes ist, bevor ich wieder abhaue. Okay, aber da waren wir schon. Aber cool. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so eine geheime Herausforderung oder so. Habe ich die Kanone mitgenommen? Ich denke schon, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die jetzt liegen gelassen habe. Wenn nicht, müssen wir die wiederholen.
Wir werden es sehen. Mhm. Das kommt rein, das kommt. Nee, du nicht. Ihr kommt aber raus, ihr kommt raus, du kommst raus. Du kommst raus. Du kommst raus. Ja. Du kommst wieder an deinen Platz, wie sich das gehört. Den futtern wir mal. Du wirst eingepackt. Und dann gehen wir schlafen. Ich mag diese kleinen komischen Monsterhexen da nicht. Das ist so. Also irgendwas haben wir falsch gemacht. Vielleicht müssen wir die mitnehmen. Ja, das ist total überhaupt nicht seltsam. Wahrscheinlich müssen wir die mitnehmen. Also ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Komm, wir gehen nochmal. Sonst habe ich da jetzt nichts gesehen. Was mir so spontan einfallen würde. Lauter Monster. Weg da. Das hat er jetzt nicht mitgenommen. Weiß ja geil, warum. Bzz, Klapper. Boah! Alter. Gleich zwei von denen. Ich hätte mir auch mit den Dings da. Anscheinend funktioniert das ja. So. Hm? Ja, die 15 ziehe ich dir jetzt aber ab. Was hat sie gebracht? Nichts. Das ist eine Klappe. Also ich denke mal, vielleicht müssen wir echt mit dem hier reden. Wer bist du? Identität bestätigt. Freundin von Barbarella. Assistentin von Meister Leo Galli erkannt. Entschuldigungsmodus aktiviert. Verzeih mir. Magischer Motor von Monstern gestohlen. Sicherheitsdruide hat versagt. Freundin von Barbarella, nimm das. System fährt runter. Meister Leo Galli hat Barbarella geliebt. Bitte beschütze sie. Jetzt haben wir es. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ist hier hinten noch irgendwie was so, vielleicht so was an Heilpflanzen? Nee. Nur diese Blümchen, wo ich nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Ich habe keine Lust auf euch. Darum gehen wir jetzt schnurstracks auch wieder nach Hause. Ha, nicht gekriegt. Komm doch. Das hätten wir machen müssen. Wir hätten mit dem Typen reden müssen. Na schön. Dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.